Solche Wohnlagen sind gefragt. Eigener Balkon mit angrenzendem Garten, nicht direkt an der Hauptstraße und doch mitten in der Innenstadt oder zumindest im Umland. Der Trend, immer mehr Menschen in Hessen zieht es vom Dorf in die Stadt. Deshalb wird das Stadt-Land-Gefälle immer steiler. Doch obwohl das Land Hessen 2016 rund 27.000 Wohnungsgenehmigungen mehr als im Vorjahr erteilt hat, können die Städteplaner den aktuellen Bedarf an Miet- und Kaufimmobilien nicht decken. Wir haben jetzt schon in Frankfurt ein Defizit von ungefähr 40.000 Wohnungen. Dieses Defizit wird nochmal erheblich steigen. Man rechnet damit, dass bis zum Jahre 2040 rund 100.000 Wohnungen in Frankfurt benötigt werden. Das heißt, es müssten ungefähr 8.000 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt werden. Tatsächlich werden aber nur zwischen 4.000 und 5.000 fertiggestellt. Deswegen plädieren wir einmal dafür, dass natürlich neue Baugebiete ausgewiesen werden. Es gibt jetzt ja hier seitens der Stadt Frankfurt auch entsprechende Pläne, im Nordwesten seitens der A5 ein Baugebiet auszuweisen. Das begrüßen wir auch ausdrücklich. Ich muss aber auch klar sagen, bis das mal so weit ist, dass dort die ersten Wohnungen bezogen werden können, da werden noch viele, viele Jahre ins Land gehen und viel Wasser den Main auch hinunterfließen. Und insofern brauchen wir auch schneller wirkende Maßnahmen. Vor allem Hochhäuser sollen das Wohnungsproblem in der Stadt ein wenig entschärfen. Doch gelöst ist es damit nach Meinung des Geschäftsführers des Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Gerhard Lipka trotzdem nicht. Neue Bauflächen müssten freigegeben werden. Primär die Politik müsse die Bauunternehmen dabei unterstützen. Und auch die Klagen von Bürgern gegen Bauvorhaben im Umland bewertet Lipka eher kritisch. Dass Naturschutzthemen sind, ob das Themen sind wegen der Aussicht, ob es die Befürchtung ist von mehr Verkehr oder Lärm. Ich glaube, manchmal ist es auch ein Stück Vorwand, weil man einfach die Veränderung scheut und Angst davor hat. Aber wir brauchen, und da sind auch die Bürger ein Stück mit in der Verantwortung, natürlich auch die Zustimmung zum Wohnraum. Die Preise werden jedoch trotz zusätzlichen Wohnraums voraussichtlich nicht sinken, sondern weiter steigen. Die Suche nach Miet- oder Kaufimmobilien bleibt also wahrscheinlich weiter abhängig von einem sehr dicken Portemonnaie. Denn die Preise beim Wohnungsbau in Hessen haben sich 2016 um rund 1,7% verteuert. Eine Entwicklung, die wohl in den nächsten Jahren andauert.